Europa ist in einer Schuldenkrise, aber auch in einer Imagekrise. Jetzt möchte die EU 2 Millionen Euro für Online-Kampagnen ausgeben, um in eurokritischen Internetforen Stimmung zu machen. Ein offizielles Video der EU unlängst diffamierte Deutsche als Nazis. Welchen Sinn hat eine solche Öffentlichkeitsarbeit? Also ich muss mich ja wundern über die Deutschen, dass sie sich permanent noch beschimpfen lassen, unter anderem auch die Frau Merkel, deren Freund ich sonst nicht bin. Aber ich habe schon langsam, würde ich mir die Frage stellen als deutscher Politiker, wozu soll ich anderen noch mein Geld aufzwingen, wenn ich dafür dann auch noch beschimpft werde? Dann sollen sie auf das Geld verzichten, dann brauchen sie mich auch nicht beschimpfen. Ja? Also ich meine, den Deutschen zuzumuten, dass sie allen mit ihrer Budgetstärke zur Rettung beitragen und sich dafür dann auch noch beschimpfen zu lassen, ist ein bisschen zu viel. Also das sollen aber die deutschen Politiker und insbesondere der deutsche Bürger selber entscheiden. Aber insgesamt, glaube ich, ist einfach die Problematik, dass nichts geändert wird an den Strukturen, man sich nur teuer Zeit erkauft und die Finanzkrise einfach sich weiter fortpflanzt und die politische Kaste eben einfach nur die Hoffnung hat, dass sich das Problem von selbst löst oder dass man nicht mehr in der eigenen politischen Funktion ist, wenn das Problem schlagen wird. Ja? Und das ist typisch für die wenig nachhaltige Politik der politischen Kaste, die wir ja schon seit Jahrzehnten so kennengelernt haben.